Alter, der fährt hier mit 46 oder was? Bist du am Gaffen oder was? 46 auf der Autobahn! Lebensgefährlich, so bescheuert, ey! Noch einer oder was? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, was sie alle machen hier. Gekloppt oder besoffen oder was? Der hat wenigstens die Warmlichtanlage an, wenn man mit. Oder sind das Reporter oder was? Hä? Ja, lebensgefährlich. Willst du mich jetzt rechts überholen? Das kannst du aber vergessen. Was ist denn heute Abend wieder los? Besoffen oder was? Vielleicht hier auf einer Fete? Fährt da jetzt der Nächste auf den Pannenstreifen? Was ist hier los? Mein Gott, der fährt hier auch auf zwei Spuren gleichzeitig. Tut auch so, als wenn er einen XXL-LKW hätte. Jetzt komm rein. Hier fährt der Bus erstmal mit Standlicht durch die Welt. Ich höre mir hier eine Diskussionsrunde an mit so mehreren Leuten im Radio. Und plötzlich fällt der eine dem anderen ins Wort. Und die entschuldigen sich da gegenseitig für, es war zu schön. Selbstverständlich, wir hatten, Entschuldigung. Wir hatten ja in der Bundesrepublik in den 80er Jahren mehrere Versuche, auch eine Partei rechts der Union. Es gibt bereits rund 40 Zika-Fälle in den Vereinigten Staaten, verteilt auf 12 Bundesstaaten. Doch bei dem Fall, der jetzt in Dallas gemeldet wurde, hat sich ein Patient zum ersten Mal in. Ich wollte eh nicht wissen, wie das ist mit dem scheiß Zika-Dinger-Virus da. Hör ich mir den Typen hier an. Mein Gott! Wo ist denn der Sender jetzt? Kann doch jetzt nicht wahr sein! Ich will die Scheiße nicht hören. Ich will was los ist. Oh, Gott, nicht das an, ey. Sitzt hier wieder dumm wie ein Stück Brot. Ich hab doch nur das Radio. Ah, danke schön. Auf einmal geht's weiter. Weiterhin vor allem von Mücken übertragen. Die spezielle Mücke, die das tue, sei. Also ohne Stoppschild wäre ich weg gewesen. Oh, jetzt blinken die alle. Da blinken tatsächlich mal drei Autos weit weg, um mir zu sagen, dass ich fahren kann. Also das ist natürlich auch verflucht selten. Oh, das Auto ist aber grün. Opel. Der ist bestimmt giftig. Warnsignal. Alles ist vergiftet. Schuhe im Baum. Jede Menge Schuhe. Schuhe im Baum. Wenn dich das interessiert, mit dem ganzen Zug. Ja, Moment, jetzt muss ich mal gerade, ich bin ja gerade in einem Sandwich. Ey, du willst doch wohl hier noch nicht rein! Oh, das ist ja wohl ein Trottel, ey. Schiebt der sich da vor mir rein? Wäre ich bald mit drei Autos gleichzeitig zusammengestoßen. So. Mein Gott, der schuckelt aber dieser Schwertransporter. So, warte mal, ich guck mal gerade rein. Bremsen die? Warum machen die denn nicht einfach? Warum gehen die nicht denn nach nicht mit dem? Warum geht ihr nicht einfach rüber oder wie oder was? Ich drücke hier auf dieser kurzen Strecke 50 Mal, der eine will abfahren. Dann hättest du auch hinter dem LKW gerade bleiben müssen können.
Können. Musst ja nicht, aber kannst ja. Ich mache hier meine ganze Kamera voll auf den letzten 5 Kilometern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, die A2 ist echt eine verschissene Autobahn, echt. Alter Schwede, wäre ich ein Stückchen weiter gewesen, dann wäre ich in deiner Seite, oder du in meiner Seite gewesen, Freundchen. Da fehlt dir ja wohl gar nichts, ne? Das hast du wohl gemerkt. Das ganz kleine Vierrädrige, der Twizy. Warum laufen denn hier Leute lang? Weit und breit kein Auto. Aber so, Mensch, da kannst du. Hier steht der Bulli. Na, die sind ja schon weit gekommen. Bulli mit Warnblinkanlage. Haben sie wenigstens ein Warndreieck aufgestellt? Nein. Kein Warndreieck. Und nix. Und die beiden sind weggelaufen und sind schon 3 Kilometer weiter. Also, unglaublich, ey. Ja, in einer Stunde steht der Bulli bestimmt nicht mehr, da liegt er. Warten wir so. Mein Gott. Bescheuert, völlig bescheuert. Dann am Ende der Straße rechts abbiegen auf die B51. Hast du gemerkt, dass die Autobahn hier zu Ende ist, oder? Schon wieder von Manöver. Also ich bin der Max, ich bin 19 Jahre alt. Ja, hallo Max, 19 Jahre alt. Breakdance. Breakdance machst du, das finde ich toll. Warum geht die Kamera nicht jetzt? Die Körperbeherrschung. Ja, Körperbeherrschung. Breakdance mache ich auch jeden Tag. Im LKW. Ja, wenn ich so eine Manöver sehe, wieder. Da break ich together, ey. Anhänger ohne Licht hier. Nein. Oh nein. Wenn ich das Blinklicht schon sehe, ne, dann bin ich satt. Dann bin ich echt satt. An deinem Gasding da, da kriegst du wieder Angst. Obwohl das mit Sicherheit völlig normale Geräusche sind. Mann, der leuchtet natürlich komplett von vorne bis hinten, von oben bis unten. Den packe ich ins Video rein, damit euch auch mal ein Licht aufgeht. Das ist ja auch aber ungünstig für die Rechtsabbieger. Ich musste erst mal sehen, dass da noch ein Zelt hier rot leuchtet. Ja, kriegst es nicht hin, nee. Nein. Wenn du wieder auf Autobahn kommst. Ja, ich kann auch anders. Ich kann auch ganz anders. Was denn? Die Fratze des Grauens? Wirkt das auf dem Ding jetzt auch so? Ist ja gruselig, ey. Wer lacht dich denn da aus?